Frau Schulze, man hat ganz oft gehört, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer das Original ist. Wie fanden Sie sich denn? Also ich war ja schon ein bisschen nervös am Anfang, weil man ja nicht genau weiß, wie man dann dargestellt wird. Und dann kam sie auf die Bühne und ich habe erst mal Tränen gelacht, weil ich finde, sie hat das richtig cool gemacht. Ich finde sie sogar cooler als mich selbst. Ich gebe es ganz offen zu. Also genial. Weil sie so gut rappen kann? Naja, weil sie toll singen kann. Sie kann gut rappen und ich fand sie super lustig. Also wirklich, Chapeau, sehr witzig. Ich habe Tränen gelacht. Wie fanden Sie die Fastenpredigt? Es waren ja auch ein paar ernste Töne mit dabei. Also die Fastenpredigt von Maxi Schaffert fand ich super gut. Es war frisch, es war anders. Ich fand es toll, dass er zum Beispiel noch explizit auf das Thema Gleichberechtigung eingegangen ist, die mutigen Frauen gedankt hat, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben. Das hört man vom Mann auch nicht ständig. Das fand ich richtig cool. Und dass er so diesen Witz plus Ernsthaftigkeit gut verknüpft hat. Er hat am Ende ja nochmal auf den Zusammenhalt hingewiesen, der wichtig ist in der Gesellschaft. Und da war ich dann ganz berührt.